Ich war ein anderer Mann. Oha. What? Kannst du dich hochladen, Thomas? Tschüss. Fast geil geworden. Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder geblinddated. Wir haben 5 bezaubernde Mädels hinterm Vorhang und einen tollen Kandidaten. Aber bevor ich den reinhole, liebe Freunde, ihr kennt das Prinzip. Ich möchte euch gerne darauf aufmerksam machen, dass ich einen eigenen Podcast habe. Den findet ihr auf Spotify als Videopodcast. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinhört, falls ihr gerne Podcasts hört. Und jetzt schnackeln, fackeln wir nicht lang um den heißen Brei. Jetzt kommt der Trailer vom heutigen Kandidaten. Darf ich vorstellen, das ist Tim Siebert. Er ist einer der schönsten Jungs auf diesem Planeten. Das müssen wir uns alle einmal kurz eingestehen. Tim war der erste Kandidat, auf den sich Teilnehmerinnen mit Wunsch gemeldet haben, dass sie ihn daten können. Eine davon steht heute sogar hinterm Vorhang. Ihr könnt ja mal raten, wer es sein könnte. Er bringt nicht nur Mädelsherzen zum Schmelzen, er ist auch noch sportlich und sehr schlagfertig. Macht euch auf eine witzige Folge gefasst, denn diese hat es wirklich in sich. Was geht ab, Bro? Was geht, Bruder? Alles, alles gut? Alles gut? Ja, Mann, safe. Schön, dass du da bist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, sag ich ehrlich. Endlich mal Form vorhanden, ja, ne? Ja, ja. Ja, bist du Single? Ich bin Single, ja, safe. Aber schon lange. Du hast hier ein Haar, ne? Ja. Darf ich das ziehen? Ja, zieh mal. Okay, bist du Dings? Hast du Bock? Ich hab richtig Bock, mal gucken. Gut, ich bin auch gespannt, ob wir deinen Geschmack getroffen haben. Mal gucken. Was ist so dein Type, was würdest du sagen? So helle Haare, helle Augen, würde ich sagen. Mhm. Aber eigentlich, also wenn das Mädchen hübsch ist, dann ist das Mädchen hübsch. Ach so, safe. Aber innere Werte egal? Hey, warte mal, es geht ums Aussehen hier, was soll ich sagen? Das frage ich ja gleich, weißt du? Okay, ja, super. Na gut, dann dreh dich einmal um. Okay. Wir schauen uns die Schuhe an. Runde 1. Du darfst dich gerne umdrehen. Okay. Denn wir sehen hier viele verschiedene Schuhsorten. Aber sehr ähnlich gehalten, würde ich sagen. Alle Street-Style-mäßig unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Wir haben keine Dings hier, Boots dabei. Eine Runde davor hatten wir 2, 3 von diesen Stiefeln. Die werden direkt weiter, sage ich. Echt? Ja, ja? Cool. Gerade für den Winter ist schon cool. Wie stehst du zu dieser Ugg-Mug-Bug? Sehr cool. Ja? Wenn die, ne, die dürfen natürlich nicht echt sein, weil das ist schlecht für die Tiere, Freunde. Aber sonst ist cool. Stay vegan. Nee, aber ich muss sagen, einen Schuh, den mag ich gar nicht. Echt jetzt? Ja. Willst du direkt raushauen, welchen Schuh? Nein, nicht direkt raus. Ich frage noch eine Frage. Nein, ich frage nur raushauen, welcher Schuh das ist. Nummer 5. Also ich finde die Dunks, also gerade die Panda Dunks, finde ich, sind so ausgelutscht und so tot. Muss ich sagen. Aber natürlich kann sie trotzdem noch ein geiles Outfit haben, deswegen. Safe, man. Weiß nie, was einen erwartet, ne? Ja, Mann. Nummer 3 und 2 sind so mäßig auf Sportschuhe, so ein bisschen sportlicher unterwegs. Ja, die New Balance habe ich auch. Sind cool. Ja, die gleichen? Ja, die gleichen. Oh, ja, das ist natürlich jetzt irgendwie süß. Könnte ja schon mal auf Partnerlook reingehen, stimmt, ne? Das stimmt. Nummer 4 ist auf, das sind wahrscheinlich Jordans. Das sind die gleichen, glaube ich. Das sind Dunks, oder? Zieh mal deine Hose ein bisschen hoch. Ja, das sind die gleichen. Auch Dunks, okay. Aber andere Farbe ist okay. Hauptsache nicht diese schwarz-weiß. Ja, ne? Das ist... Ich check's auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Willst du die Mädels auch kennenlernen? Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Nicht nur aussehen, Freunde, nicht nur aussehen. Dann hau gerne mal direkt deine erste Frage raus. Was liegt dir auf dem Herzen? Ja, muss ja auch die Damen kennenlernen. Deswegen habe ich gedacht, so Name, ganz, Alter, Beruf, ganz, diese, ganz entspannte was? Frage. Name, Alter und Bodycount. Geil, okay. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Finde ich aber eine sehr gute Frage. Oh Mann. Wir fangen bei Nummer 5 an. Hi, ich bin Julia. Ich bin 21 und ich habe den letzten Teil da nicht verstanden von der Frage. Bodycount. Oh. Da ich dachte Hobbys. Scheiße. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei 6 liegt der. Okay, Nummer 4. Ich bin Clara, ich bin 20 und also ich würde sagen 3. Warum würdest du sagen 3? Könnte auch 4 sein. Weiß nicht, weil man, nee, ich meine, das dritte ist so, weiß nicht. Weiß zählt, nicht, ob man zählt. Nicht. Okay, so, ja, okay, so. Check. Nummer 3? Ich bin Annika, ich bin 18 Jahre alt und mein Bodycount ist bei 1. Nummer 2? Ich bin Annalena, ich bin 21 Jahre alt und mein Bodycount ist bei 5. Nummer 1? Ich bin Sunny, ich bin 21 Jahre alt. Ich weiß schon, du heißt Easy, aber ist mir egal. Okay. Was ist nochmal, ja, sorry? Ja, noch nie gehört. Ja, und 5. 5? Was war dein Alter? 5, ja, nein. Wow. Ey, Bro, was machst du hier? Es ist nicht so, wie es aussieht. Hold on. Okay, dein Alter? 21. 21. Okay. So, jetzt stell du dich mal vor, Name, Alter, cool. Bodycount. Dann müsst ihr, in der Folge bei Sophie vorbeigucken, da könnt hast ihr sehen. Hast du da gesagt? Da hab ich's gesagt, ja. Echt? Ich will ja nichts vorwegnehmen, weißt du. Was hast du denn gesagt? Der Bodycount? Ja. Ich bin mich nicht mehr dran erinnern, glaube ich. Du hast da gar nichts gesagt. Doch, hab ich. Der verarscht mich gerade, damit du es nicht sagen musst, ne? Hab ich. No joke. Zeig mal mit Finger. Kann ich nicht. Mehr? Ja, bisschen.
Okay. Knapp. Ja, gut. Ja, aber hast du die Frage gestellt? Ist hier Bodycount? Ich wollte sagen, ich finde es echt no joke unrelevant. Also wirklich komplett unrelevant. Warum hast du dann gefragt? Einfach mal zu gucken. Ja, einfach Joke. Ist auch ein bisschen, ne, ist auch ein bisschen witzig und wie so. Wie locker die Mädels in der Folge sind, ne? Finde ich cool auf jeden Fall. Ich glaube, keiner hatte über 6. Also ja, entspannt. Schön. Habt ihr alle gut gemacht. Also so sehr gut. Vom Ding her. Muss ich jetzt schon jemanden rauswählen? Nö, musst du nicht. Du kannst auch noch eine Frage stellen. Du kannst ich mache noch eine entspannte Frage und dann, glaube ich, kann ich. Ich glaube, wäre hart nach Alter. Ja, Name ja, genau. Und Bodycount jemanden rauszuwählen. Ja, ja. Hau gerne noch eine Frage raus. Beschreibt euch mal gerne mit 3 Worten. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, warte, ich fange an, okay? Ja, dann haben die Mädels ein bisschen Zeit zu überlegen. Also, das erste Wort ist auf jeden Fall reich. Ist gut, ja. Ja, reich. Ja, stimmt. Du hast mich gestern eingeladen zum Essen. Sag ich doch. Reich. Reich. Richtig. Das zweite wäre auf jeden Fall finanziell unabhängig. Nein, Spaß. Okay, Mädels, ihr seid dran. Nummer 1. Ich würde sagen, humorvoll, also lustig. Auf jeden Fall. Großzügig und loyal. Okay. Nummer 2? Ich würde sagen loyal, liebevoll und auch Humor, also lustig halt. Also für die nächsten, die jetzt kommen, ne? Humor und loyal ist auf jeden Fall schon gestrichen. Das ist auf der Blacklist, könnt ihr nicht mehr sagen. Ich will jetzt nicht, dass alle hier kopieren. Nummer 3? Dann würde ich sagen vielleicht herzlich, spontan und abenteuerlustig. Okay. Nummer 4? Ich würde sagen bisschen aufgedrehter manchmal, naiv und auch liebevoll. War das zweite naiv? Ja. Finde ich krass, wenn man selber weiß, dass man naiv ist, ja, ich krass. Ja, ist dumm, ich weiß. Das auf jeden Fall. Weil es war so das erste Mal so ein bisschen negativ so, weil ich meine. Ja, alle haben nur so positive Sachen gesagt, sie hat auch was gesagt, was vielleicht nicht so gut. Ist ja, gut, ja, ich check. Nummer 5? Ich würde auf jeden Fall sagen empathisch, unpünktlich leider und aber auch definitiv mega spontan. Nummer 5 ist gut. Ja, warum bist du auch unglücklich? Du hast deine Schuhe gerettet, sag ich. Bist du auch unglücklich? Ja. Weißt du das? Das ist das erste Mal, wo ich Tim treffen wollte, ist einfach gar nicht erschienen, cut, liebe cut, Freunde. Cut. Allerdings, Riesenproblem. Das ist schwierig, wenn ich mich nein, sagen. Aber seitdem. Ich glaube, weil ich dir auch so, ich habe dir eine Low-Key-Ansage gegeben, so mäßig, dass ich nicht gefühlt habe. Das brauche ich auch. Seitdem bist du echt pünktlich. Ja. Aber ich bin, was das angeht, tot ist der Allmann. Ne? Also bei mir muss man sagen. Finde ich auch gut. Finde ich echt gut. Ja. Ich muss mal auch ein bisschen. Verbessern, sag ich ehrlich. Ja. Ja, gut, was haben die diese. Ja. Ich weiß schon. Ja? Ich habe ja, gut, rausgesucht. Nummer 1 hat was Gutes gesagt. Ich finde loyal immer random reinzubringen, weil ich glaube, jeder Mensch sollte irgendwo loyal sein. Mhm. Das ist so ein random Fact. Und 2 hat so ein bisschen alles nachgesagt. Mhm. Deswegen würde ich sagen, 2 ist. Ach, das ist schon hart, ne? Bruder, aber irgendjemand musst du rauswerfen. Also, wie du machst. Ich glaube, ich muss Nummer 2 rauswerfen. Es tut mir sehr leid. Nummer 2, komm gerne einmal zu uns nach vorne. Hallo. Oh, was geht? Auf Red Hair sogar. Hi, Cedric. Hallo. Wie was geht? Hi, Tim, freut mich. Annalena. Nee, sind original Rothaare. Kann man sein? Nein, das sieht man doch, oder? Wollt nett sein, hallo? Wie geht's, wie läuft's? Ja, mir geht's gut und selbst. In der Form ist warm, ne? Bisschen. Ich war auch dahinter. Deswegen. Danke dir fürs Mitmachen. Hab mich kein gefreut. Problem. Und komm gut nach Hause. Dankeschön. Runde 2. Weiter geht's. Ja, du sagst es tatsächlich, weiter geht's. Weiter du musst geht's. Noch jemanden rauswählen. Der Vorhang geht leider nicht nein. nach. Oder doch? Oder warte mal. Nee. Wir können auch den Vorhang hochnehmen. Ja, können wir machen. Cool. Wir machen Shisha-Chong. Wenn du gewinnst, geht der Vorhang hoch. Wenn nicht, bleibt er unten. Bis wenn ich gewinne, geht er hoch? Ja. Easy win. Nimmst du Stein? Ich nehm Stein. Ja? Ja. Cool. Boah, krass. Problem, ich wurde so hart, wurde ich noch nie geschickt. Das ist krank. Ja! Nein, wir eh raus. Nein. Du darfst dich einmal umdrehen. Oh, jetzt sehe ich mehr. Jetzt siehst du schon wirklich viel. Cool. Das sind alle auf Jeans. Nein, Nummer 3 hat eine Cargo an. Mhm. Sieht so eine verwaschene, goldbraun. Kann schon sagen, ist am besten bis jetzt. Ja? Safe. Fühlst du? Safe. Ich muss sagen, eher 4 und 5, wie erwartet, glaube ich, auch wegen den Schuhen. Bisschen basic, aber ist auch nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Wegen den Schuhen kann auch die Jeans auch nicht sein. Also nein, beim Oberteil erwartet jetzt auch wirklich gar nichts mehr. Nee, es ist basic gehalten, aber es ist cool trotzdem. Mhm. Du, achst du auch auf die Hände? Ja, Hände sind schon wichtig. Zeig mal alle eure Hände. Darf ich gucken? Boah, Nummer 1 will nicht. Nummer 1, zeig mal deine Hände. Warum nicht? Oh, evil ick. Ah. Ist ein ick, weil jemand drauf guckt oder wie? Nee, weil ich bin Krankenschwester und ich habe ganz kurze Nägel gerade. Und so. Ja, aber ist doch nicht schlimm, die sind doch gepflegt, seht doch von hier. Ich muss nur kurz zeigen. Hä, ist doch, warum? Nein, ist doch cool. Man macht so. Ja, also, das sind meine Hände hier. Hallo. Guck doch einfach kurz. Ja, hier haben wir so diese French Nail Basis und so, ne? Finde ich cool. Finde ich auch cool. Das ist cool. Können Sie auch nach vorne holen? Weiß immer Standard ist auch cool. Und das ist, I don't know. Ist auch cool. Aber Ringe hat jeder an. Finde ich auch ein Pluspunkt.
Ich habe auch Ringe an. Voll süß, ich habe leider keine. Kann man immer machen, ne? Ja, safe. Schmuck ist auch sehr important auf jeden Fall. Ja, willst du eine Frage hinterher brüllen? Ich mache mal eine witzige Sache, oder? Ja, Bruder. Ist das cool? Dein Format. Kennt ihr dieses... Doch, das kennt jeder. Brauchen wir gar nicht fragen. Von ihr kennt diese Ich bin ein anderer Mann, ne? Von Milano, ne? Oder? Nummer 5? Ja. Nummer 4? Nee. Du lügst. Was? Egal, lügst. Ich zeig euch das jetzt. Mir ist das egal. Okay, es geht darum, okay, dass ihr dieses anderer Mann so genauso versucht nachzuahmen, wie ihr es gerade gehört habt. Mit so rauer Stimme. Sollen wir sagen, die Person fliegt raus, die es am schlechtesten macht? Nee, ich sag, also das wäre ich, hart, ne? Nee, das machen wir nicht. Ist ja auch dein, also ich will ja auch nicht hier. Das ist läppig, ja, das okay. Mach ich nicht. Ja gut, aber ihr könnt euch trotzdem anstrengen. Okay, Nummer 5, oder? Würde ich sagen. Ja, Nummer 5 kennst du ja. Also nur das andere Mann oder auch das davor? Nee, auch das davor. Ich habe einen Fehler begangen, ich war ein anderer Mann. So, ne? Ich habe ein Fehler begangen, ich war ein anderer Mann. Das war stark. Also ich hätte mir noch so ein bisschen mehr rau in der Stimme gewünscht. Ich muss sagen, die sind aufgeregt und so. Ja, und nein, auch sein. Super. Nummer 4? Ich habe einen Fehler begangen, ich war ein anderer Mann. Das war stark. Das war gut. Das war gut. Ey, da kann man auch mal klatschen. Ja, kann man klatschen. Danke. Nummer 3? Boah, ich hatte so Angst, ne, dass irgendwas mit Singen kommt. Ne? Okay. Ich habe einen Fehler begangen, ich war ein anderer Mann. Auch Passion, Bruder. Gut, da war drin. Da war dafür, Passion, dass sie gesagt hat, ihr wollt nicht singen. Ja, ja, dafür gut. War das schon sehr stark. Gut. Okay, Nummer 1. Okay. Ich habe einen Fehler begangen, ich war ein anderer Mann. Oha, ich habe Angst bekommen. Das davor war krass, aber das davor war gut. Ich hab Angst. Nein, das war gut. Sie war auch so Dings auf Ding. Sie war kurz in der Kopfstimme drin. Ja, sogar, die wollte, ne? Wollte so das erste, wollte sie so... Und dann. Ja, nee, stark. Okay, nee, fand ich gut. Skip, okay. Was skip? Ich mach nicht. Wie? Weil das ist unangenehm. Nee, mach ruhig kurz. Nee. Für Milano. Alles gut. Shoutouts an Milano. Hört euch den Song an. Super Song. Mein Freund sitzt in der Kamera, der wird mich so auslachen. Ich kann nicht. Der filmt das bestimmt gerade auch, hoffen. Ja, der filmt das sogar. Ich hab's gesagt. Okay, lass es zusammen machen, okay? Nein, mach bitte, du ruhig. Bitte. Ich hab doch gerade schon gemacht. Okay. Ich mach das zu Hause immer vom Spiegel alleine, sag ich ehrlich. Okay. Machst du auch mit dem Schritt? Ja. Okay. Okay, ich hab einen Fehler begangen, ich war ein anderer Mann. Oha. War gut? Tschüss. Ich bin fast geil geworden. Nee, stark. Okay. War eine gute Runde auf jeden Fall. War echt gut. Wäre sehr sympathisch, dass alle sich getraut haben und alles gegeben haben. Ja, fand und man cool. Merkt, ihr seid echt tolle Menschen. Also wir haben jetzt auch über euch was erfahren einfach und das Feelings, war gut. Ja, Mann. Ja. Okay. Willst du was fragen noch hinterher? Okay, eine sehr persönliche Frage, die mir sehr wichtig ist. Was war eure schönste Reise und was ist noch so das Ziel für dieses Jahr für euch? Okay, ja, gut. Wichtig. Ja, Nummer 1? Letztes Jahr im Mai bin ich ganz spontan, also irgendwie 2 Wochen vorher, habe ich den Flug gebucht, nach Bali geflogen mit ein paar Freundinnen. Ja, also das war mega die schöne Erfahrung. Wir hatten leider irgendwie eine Woche lang Bali-Belly, aber trotzdem war chillig. ja, und geplant ist auf jeden Fall, mit meiner besten Freundin dieses Jahr noch mal nach Curaçao oder Hawaii. Mhm. Je nachdem, wann der Urlaub passt und ich bin im Sommer eh durch mit der Ausbildung. Danach will ich eh erstmal ein Jahr lang reisen wahrscheinlich. Was machst du für eine Ausbildung? Pflegefachfrau. Ach stimmt, hast du gesagt. Yes. Und was war die andere Frage? Ziel, oder? Was hast du? Ja, nee, was sie so also machen wollen dieses Jahr. Das war schon Ach so, okay. Ja, ja, ja. Okay, Nummer 3. An Erfahrung war mein schönster Urlaub bis jetzt in Amerika. Da war ich 2022 in New York. Und war das, es im Dezember, so mit Schnee und so? Nee, im Oktober. Also es war eher so regnerisch. Okay. Aber ich fand es trotzdem mega cool. So die Großstadt und so. Und dieses Jahr ist noch Australien geplant bis jetzt. Cool. Geil. Ja. Okay, Nummer 4. Also ich liebe ja Reisen und ich war jetzt auch erst ein Jahr in Australien, also Work and Travel. Und dann war ich halt auch in Südostasien reisen und da war mein Lieblingsland, glaube ich, Thailand. Weiter. Ich fand es richtig cool. Thailand hat übel Spaß gemacht. Okay, kannst du einen Schritt zurück machen? Ja. Nummer 5. Also meine schönste Reise war bis jetzt Tunesien, definitiv. Mhm. Einfach die Menschen, die Kultur, es ist wunderschön da. Und geplant ist für dieses Jahr auf jeden Fall noch Thailand und mit meiner besten Freundin auch noch, aber da wissen wir noch nicht genau, wohin. Boah, alles gute Antworten, muss ich sagen. Alles gute Antworten. Aber Nummer 4 hast du schon mal gesichert, wegen was? Es war einfach viel und sie wollte reisen und die hat das gemacht. Das war schon, das sagt das war einfach. Das alles, war alles, was du brauchtest. Finde okay. Cool. Find ich cool. Ich weiß, wen ich rausnehmen will. Ja. Weil alles waren gute Antworten, jetzt muss ich nach Outfit gehen, muss ich sagen. Und es tut mir leid, trotzdem sehr sympathisch. Nummer 5 muss leider gehen. Ja. Nummer 5 darfst einmal gerne zu uns nach vorne kommen. Hallo. Hallo. Hi, alles gut? Ja, und selber? Alles gut gemacht, tut mir leid, ich wusste jetzt nicht. Alles gut, gar kein Stress.
Gar kein Stress. Und wie geht's dir? Gut. Ja? Danke. Sie hat die, so wie du beschrieben hast, helle Augen und blond. Ja. Ne? Ich wollte nur kurz sagen. Ja, ist so. Ich wollte nur kurz sagen, du hast vielleicht einen Fehler gemacht. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich will dich was fragen noch. Okay. Also vom Ding her, nur so rein in der Theorie, ist er überhaupt dein Type? Ja. Würdest du sagen? Doch. Passt so? Voll. Ja. Cool. Echt? Aber da sind ich auch bin mir sicher. Aber sind auch sehr, sehr hübsche Mädchen noch hinterm Vorhang. Also du hast ja? Echt. Ja. Okay. Doch. Gut. Dankeschön. Sie hat gewingmanned gerade. So, ja, ne? Das war gut, das war gut. Sie so, mach dir keine Sorgen, so das alles gut. Ja. Danke dir fürs Mitmachen. Dankeschön. Wir lassen ihn nach unten, oder? Machen wir nochmal Schnickschnack schauen, oder? Willst du, das Ding ist, dann geht der hoch, der Vorhang. Ja, okay. Bereit? Ja. Nimmst du Stein? Wieder Stein. Wieder? Jo. Okay. Oh nein! Ich wurde noch nie so gedümmt auf meinem eigenen Kanal, Alter. Fuck. Abonniert alle Tim Siebert auf Instagram. Runde 3. Wir können weitermachen. Ey, guck mal. Cool. Sag dir ehrlich. Ja. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Nix basic hier. Also nicht wirklich. Schwarz ist schon mehr basic, aber nicht mal, weil Dorfball ist schon nicht mehr basic für mich. Echt? Ja. Ich würde sagen, eins ist am nicht basicsten, kann man das so sagen. Ja, sie hat so diese hier. Hast du das selber gehäkelt auf Ernst? Auf jeden Fall. Nein, schon aus meinem gekauft. Outfit, okay. Das sage ich. Aber warum hat sie so lange gebraucht zu antworten? Die wollte cool, die wollte sagen eigentlich ja, aber dann. Okay. Was würdest du sagen, was gefällt dir am besten? Vom Outfit ehrlich. Her? Ja. Ich würde auch bei 1 und bei 4. Bin ich bei dir, muss ich sagen. Glaube ich mitgehen. 3 ist nicht gar nicht schlecht, aber jetzt von den 3. Ich habe nur diese Schmuck nochmal überprüft. Was guckst du dir da an gerade? Den Schmuck. Okay. Habe ich halt nochmal überprüft. Wegen Dings, bei Nummer 4 ist der Schmuck besser. Bei Nummer 4 ist er besser? Ich habe wirklich den Schmuck überprüft. Och Mann. Cool. Also trifft mehr meinen Geschmack. Es gibt keinen besser oder schlechter. Ich muss sagen. Alle eure Schmuck, was ihr zu Hause habt, ist schön. Ich muss sagen, ich feiere an mir selber Silberschmuck, aber an Frauen mehr Gold. Same. Ja? Mhm. Warum hast du eine Goldkette an? Hast du an die Silber? Nee, die Silber. Silber. Ah, okay. Ja, fünf. Ja. Ja, gut. Okay, ich würde sagen, jetzt sind noch 3 da, jetzt werden ein paar härtere Fragen ausgepackt, oder? Bruder, hey, gerne. Dafür sind wir doch hier. Zieh mal gerne einen raus. Okay, komm, ich hau mal einen raus. Boah, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wie? Steht die eher im Bett auf so Blümchen oder so rough Sachen? Warum wusstest du nicht, wie du das sagen sollst? Hab ich doch gut gemacht, oder? Ja, aber... Ich finde so rough, als auf Deutsch so wilder, finde ich komisch. Also, seid ihr eher so die Lieben oder die Wilden? Ja, so? Ja. Ich check schon. Weißt du, ich meine? Ja. Ist so komisch. Okay, fangen wir bei Nummer 4 an. Boah, also ich muss sagen, ich find beides ganz okay. Es kommt halt auch so auf die Situation an. Entscheid dich mal bitte für eins. Ich mag diese beides. Die, alles ist toll, die ganze Welt ist toll. Ja. Immer diese Antworten. Wir brauchen hier klare Antworten. Ich würde schon sagen rough. Ich glaube, sie wollte einfach nur das Wort nicht sagen. Deshalb hat sie gesagt, beides okay, ne? Okay, Nummer 3? Ja, auch schwierig. Also, muss ich noch so ein bisschen gucken. Ich würde sagen, so tendenziell gerade eher so auch rough, aber ja, schwierig. Was halt so mit sich bringt, mäßig. Muss also, ich glaube, Nummer 3, du hast nur einen Partner, oder? Ja, genau. Deswegen ist es schwer zu sagen. Stimmt, deshalb meine ich stimmt, so, stimmt. Was noch kommt halt. Ja, ja, safe. Nummer 1? Ich sag rough. Oh, klar und deutlich, so. Ne? Also M, aber dann ich sag rough. M, ich sag rough. Wie ist es bei dir? Warum hast du gefragt? Du bist so eine wilde Maus, ne? Ja, bei mir ist auch eher rough, würde ich sagen. Also ich tue gerade auch so, als wüsste ich nicht, ne? Ja, der weiß alles eigentlich. Ne? Deswegen kannst ich du weiß echt viel, gut weil wir mal eine Stunde sehr, sehr tiefe Gespräche hatten. Freunde, das war echt hart. Ja. Alles gute Antworten. Fuck, das war voll schlecht, jetzt kann ich gar nicht rausreden. Ja, aber das ist ganz oft so, dass die Antworten sich sehr ähneln und es dann halt schwierig macht, weißt du. Aber du kannst noch was hinterher. Ich muss sagen, ich fand eins am besten von der Antwort, weil sie war sich klar, so. Zack, ich weiß. Sicher? So, ja. Was ist eure größte Red Flag und die schlimmste bei einem Mann? Oh. Warte, ich überlege gerade kurz, was meine größte Red Flag ist. Ja, ich hab schon. Bei dir Augen, ne? Deine Augen. Red Flag? Bruder, deine Augen sind Red Flag. Deine ganze Ausstrahlung ist Red Flag. Wenn ich dich auf der Straße sehen würde, ich wäre ein Girl, ich würde dich heiß finden, ne? Aber ich würde niemals mit dir reden. Warum? Ich würde große Schritte um dich rum machen. Nein. Vorurteile, aber deswegen. Schön, ich bin voll lieb. Ich bin voll lieb. Nein, Vorurteile. Einfach Vorurteile. Ich würde auch wegen deinen Tattoos sagen, was macht der? Asozial, ne? Ja, asozial. Ja. Der raucht bestimmt, sowas. Ja, safe, normal. Aber mit alle, die Tattoos haben, rauchen. Ja, ja, deswegen. Babe. Okay, eins, dann fang du gerne mal an. Red Flag bei mir ist auf jeden Fall, dass ich dick verpeilt bin. Also ich komme auch gerne zu spät, aber leider auch bei der Arbeit und so. Das ist ein bisschen kritisch. Ja.
Schlecht für den beruflichen Werdegang. Augen auch bei der Berufswahl. Und bei Männern auf jeden Fall keine klaren Antworten geben. Also auch so Ewigkeiten brauchen, um zu antworten und so. Also, check ich nicht. Ach so, okay. Wenn du nicht confident bist in dem, was du tust und sagst. Ja, voll. Oder? Also, ja. Okay. Nummer 4? Also ich würde sagen, bei mir, ich würde schon überhaupt nicht ein bisschen so eifersüchtig bin. Ich weiß nicht, ob es schon eine Red Flag, weil ich will halt, ist ja scheiße, wenn so mein Freund mit anderen Girls in dem Sinne schreibt und ich nicht weiß, wer das ist, so aus Erfahrung. Mhm. Und deswegen würde ich auch sagen, beim Typ halt lügen. So, wenn er mich anlügt, dicke Red Flag. Mhm. Ich check, was du meinst. Oder soll ich äußerlich, sagen? Ja, sag mal gerne äußerlich. Naja, schon so auf Fuckboy-mäßig jemand. Ja, gut. Nein, was doch, laberst du? Du bist ein Fuckboy, Bruder. Aber wenn man es auch richtig sieht. Also vom Äußerlichen her. Aber was heißt denn Fuckboy vom Äußerlichen her? Du? Fuckboy ist doch von der... Bruder, wenn man das googelt, was vom Äußerlichen macht. Her kommt ein Bild von dir. Nein, Spaß, ja, nur Spaß. Leute, ich bin nur so zu ihm, weil wir uns kennen. Wir okay, kennen alles gut. Ja, safe. Alles entspannt. Ja, ist genauso. Nummer 3, okay. Du hast genug Zeit zum Überlegen. Ja, okay, ich weiß das. Also, mir ist es immer sehr wichtig, dass man so viel reden kann und auch sich halt gut miteinander kommuniziert. Und wenn ein Junge zum Beispiel nur über sich selber redet oder das auf jeden Fall halt keine Konversation so führen kann, dann das ist für mich dann raus. Mhm. Doch, das fühle ich. Das ist eine gute Wenn man nur über sich selber redet die ganze Zeit. Ja. Fuck. Das ist eine Red Flag. Das stimmt. Fuck. Was? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Was ist jetzt deine Red Flag? Meine? Ja, du wolltest ja deine sagen. Ja, also ich bin manchmal ein bisschen zu egoistisch bei manchen Sachen. Hm. Und das zu spät kommen auch. Ja. Das ist krass. Das sind wirklich beides Red Flags. Ja, Todes. Aber Egoismus ist auch in gewisser Weise auch gesund. Aber man muss halt. Es kommt auch an, wann und wo und so. Mhm. Das ist schwierig. Ja. Safe. Was würdest du sagen, sind bei dir bei Frauen Red Flags? Ganz klar rauchen. Rauchen? Rauchen Nummer 1. Echt? Schlimm. Boah, dann lass doch fragen. Raucht jemand von euch Nummer 1, 3 oder 4? Nein. 1 raus. Hä? Achso, hast du das Nein gesagt? Ja, hä? Oh, sorry. Alles gut, danke. Nein, fuck. Kurze Raucher gemacht. Rauchst du? Nein. Sorry. Also egal. Nein. Sorry. Okay. Dann. Misch deine ganzen Gefühle, die in deinem Bauch sind, zusammen und schmeiß jemanden für mich raus. Ich weiß wen, aber ich muss leider wegen dem Outfit gehen. Ja? Ja. Boah, krass. Okay, wer? Soll ich raten? Hä? Ich weiß ja. Du weißt. Weil du hast mich vorhin gefragt. Sagen? Du hast mich vorhin gefragt, welche ich am meisten fühle. Ich habe gesagt 1 und 4. Du hast auch gesagt, ja, ich auch. Okay. Also 3. Du sagst jetzt die Nummer und wenn das jetzt, die kommt jetzt raus, was du jetzt sagst. Ah, damit ich schuld bin, ne? Ja, dann nehme ich die 1. Okay, dann Nummer 3 kannst du gerne einfach nach vorne kommen. Ja, gut. Also das ist, Tim hat es entschieden. Hey, du hast es. Alles gut. Hi. Ja. Hi. Hallo. Sehr süß, hi. Hallo. Wie geht's, wie steht's? War ein bisschen aufgeregt, aber jetzt ist alles super. Das geht schnell weg, wenn man einmal, zweimal geantwortet hat, oder? Ja, dann geht's auf jeden Fall. Gut, woher kommst du? Aus der Nähe von Dortmund. Wow. Ja. Auf Ehre extra vorbeigekommen. Ja, so weit war es nicht. Dortmund? 2 Stunden. Ja, Bruder, ist aber schon. Anderthalb. Ja. Du hast dich ins Uber gesetzt und warst 10 Minuten da. Das brauchst du nicht beschweren. Zieht nach Köln. Jetzt Dings, hier, ich will ja immer wissen, ne? Ist auch dein Type so oder würdest du sagen, nö? Doch, schon. Ja. Kannst ruhig ehrlich sein, wir sind hier. Also, ja, hau raus. Wir sehen nur ein paar hunderttausend Leute, also kannst ruhig einfach ehrlich sein. Nee, doch. Gut. Schon. Sehr, sehr schön, gut zu wissen. Ja. Glückwunsch, Bro. Dankeschön. Du bist ihr Type. Danke fürs Mitmachen. Danke dir. Ciao. Tschüss. Mann, du machst es auch immer so unangenehm. Ja, ich weiß, aber ich mach das extra. Die war voll lieb, die war so richtig so. Ja. Und du bist halt ihr Type. Ja. Ich wollte es ja nur noch mal erwähnen. Das Finale. Okay, wir sind im Finale. Sehr stark. Es passiert halt nichts mehr jetzt. Also der Vorhang geht nicht höher. Nee. Aber du hast noch Fragen dabei. Aber ich habe noch gute Fragen dabei und ich glaube, damit kann ich schon... Ich muss sagen, ich bin mir sehr uneinig gerade. Ja? Ja. Ich habe die wichtigste Frage nicht gestellt. Ja, dann stell sie jetzt. Stell sie jetzt. Oh mein Gott. Ja, was? Wie steht ihr zum Thema Sport und ist das wichtig bei euch? Okay. Das ist so wichtig. Nummer 1. Ich war selbst mal Fitnesstrainerin und ich gehe 6-mal die Woche zum Sport. Also ja, safe. Cool. Nummer 4? Ich finde Sport auch super wichtig. Ich gehe richtig gerne rennen. Ich war auch mal, ich war mal in Amerika, in der Highschool, und da war ich auch so bei Cross Country. Das hat übel Spaß gemacht und seitdem gehe ich richtig gerne bei uns so auf dem Land. Renn mal so schnell du kannst zu Nummer 1. Was ist das denn? Ja, ich will nur kurz gucken. Nein, das ist doch, viel zu kurz. Renn mal so schnell du kannst zu Nummer 1. Hä? Und los. What? Ich war bei Cross Country, man. Macht man Cross Country so? So, machen wir so. Auf den? Dein Ernst? Okay. Das geht nicht. Na, soll ich dir zeigen, wie geht's? Ja, okay. Mach mal jetzt. Mach. Ja. Gut. Ja. So. War ja nicht aufgewärmt. Ah, fuck. Okay, ja, was haben dir die Antworten gegeben?
Beide perfekt eigentlich. Ja? Dass du dich für Sport interessieren. Aber Fia kann halt nicht rennen. Aber Fia hat gesagt, sie macht halt Cross-Country. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Vielleicht ist es auch was Gehen. Was ist denn das? Kennst du dieses Gehen? Es ist halt einfach so marathonmäßig. Aber weil ich war da in Colorado und da gibt es so halt Berge und Hügel und sonst was. Cross-Country heißt halt so mäßig, wir sind manchmal auch durch Flüsse so mäßig durgerannt oder halt Berge hoch, runter und so. Durch die Gang meinst über du? Das, über den Country. Ja. Okay. Das ist echt schwer. Ja. Aber du kannst ja, du hau noch eine ja, raus. Ja, also safe. Musst du ja auch irgendwie hier wissen, ob okay. das deine passende Partnerin sein könnte. Eine ne sehr coole Frage. Mhm. Okay, letzte Frage. Ich wurde gezwungen, die zu stellen. Wie? Was laberst du? Du hast mir die geschickt. Er will sich jetzt rausreden. Nein, wer die Frage gezwungen hat. Okay, warte, wir machen so. Ching Chang Chong. Und wenn du gewinnst, musst du sie stellen. Und wenn ich gewinne, stelle ich sie. Ja, okay, ich mach wieder Stein. Machst du wieder Stein? Ja. Willst du dreimal verlieren hintereinander? Ja. Krass. Okay. Okay, Ching Chang Chong. Nochmal. Nochmal. Zweit? Boah, mein Herz. Okay. Oh. Ja, du musst sie jetzt stellen, du hast gewonnen. Nein, ich mach, komm. Ja, nein, du hast gesagt, wenn du gewinnst, hab stellst ich gesagt? Du sie, ja. Cool, okay. Ich hab mich selber voll verwirrt. Ja. Okay, habt ihr einen Fetisch? Oder eine Vorliebe? Fetisch ist immer so hart gesagt, finde ich. Fetisch ist ein krasses oder? Wort, ja. Fetisch ist krank. Hast du einen Fetisch? Nee. Achso, wenn du hast, dann behalte es noch kurz für ja, dich. Ja, ja. Nummer 4? Ich muss überlegen, aber ich glaube eher nicht. Gibt's irgendwas, was du besonders magst? Es muss ja nicht mal so krass, wenn die sagt, naja. Frauen sagen ja so voll viele so, oh, ich liebe Hände. Ja. Boah, ich liebe Vorliebe. Arme, ich liebe Oberarme. Das hast du ja halt eine Vorlage gegeben, ne? Jetzt wird, ja. Jetzt wird sie antworten, ich liebe Beine. Ja, ich mag deine Ausstrahlung, wow. Okay, sie liebt Arme, Bro. Oberarme. Okay. Da kannst du noch ein bisschen überlegen, vielleicht fällt dir noch was Besseres ein. Wir fragen Nummer 1 mal. Wenn ich jetzt ganz radikal gehe, Vorliebe im Bett ist, muss stimmen, aber Choking, also Choken ist ganz okay. Ist ganz nice. Der Tim ist glücklich. Okay, Nummer 4. Ist dir noch was eingefallen? Kannst du dich hochladen, Robert? Nee? Ich glaube eher nicht, nee. Okay. Also ich bin bei allem offen so. Also naja, vielleicht jetzt nicht alles. Also wie? Also wer? Also wenn jetzt, es gibt ja auch so crazy Fetische. Zum Beispiel? Ja, weiß nicht. Ja, wie heißt das doch? Bondage. Mal? Bondage. Ey, ich kenne mich damit nicht aus, ne? Also. Oh. Die Einzel, also ich bin also ich bin voll bereit. So. Ja, okay, gut. Shit. Ich muss jetzt wählen. Ja. Hast du einen Fetisch? Nee. Ich auch nicht, okay. Aber ich habe gewisse Sachen, auf die ja, ich genau, stehe. So Vorlieben so, und so. Ja, ja. Okay. Würdest du safe sagen, dass du eine hast, die du safe nehmen würdest? Jetzt gerade? Jetzt gerade. Stand jetzt? Ja, stand jetzt. Nee, ist ganz schwierig. Schwer, ne? Ja. Und ich weiß halt auch, wie das Gesicht aussieht, ne? Das darfst du nicht vergessen. Du weißt es, ne? Ich weiß Würdest es. Du dann eine Entscheidung haben? Nee. Ja, ich muss Nummer 4 nehmen. Dass sie rauskommt oder dass sie da bleibt? Dass sie da bleibt. Also kommt Nummer 1 zu uns. Eigentlich hat die alles richtig gemacht, Nummer 1. Aber ich habe das Gefühl irgendwie... Dein Bauchgefühl sagt Nummer 4? Ja, ich mach den Noah-Move. Okay. Ach, weißt du, weil Noah... Okay. Ja, entscheid du. Du kannst Nummer auch schon gegen beide spielen. Ja. Auch krass. Ja. Hatten wir aber auch schon öfter, ne? Hatte ich schon öfter? Du kannst dir auch was Besseres einfallen lassen. Du kannst paar Okay, ich überleg mir eine Zahl. Ja, okay. Und die müssen die dann sagen. Mhm. Okay? Mhm. Von, das, wir machen das spannender, weil von 1 bis 100, okay? Okay, aber sag mir. Okay. La, 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 la. Nummer 1, eine Zahl zwischen 1 und 100. 27. Oh mein Gott, ich dachte kurz. Das wirst du verraten, Bro. Ah, das war dumm. Ich hatte auch schon was im Kopf. Okay, was sagst du denn im Kopf? Ehrlich, sag, wenn du ehrlich bist, sag. Ich wollte 47 sagen. Okay. Ja. Denkst du, sie wollte wirklich was sagen? Kann sein. Komm. Ich hab ja reingeschissen. Also ich hätte 87 gesagt an eurer Stelle. Tatsächlich. Aber ja, du entscheidest. Okay, Nummer 1 ist raus. Okay, danke Nummer 1, komm gerne zu uns nach vorne. Hello. Hola. Hola. Was geht? Hi. Was geht ab? Kann es sein, dass ich einen Fehler gemacht habe? Denkst du? Ist sie dein Ding, dein Type? Sieht gut aus. Safe. Dankeschön. Ist er dein Type? So. Ja. Also schon. Nice Schuhe, die habe ich auch. Danke. Achsen auch cool. Danke. Wollt ihr rummachen? Hey. Hä, was? Wir sind hier jugendfreundlich, okay? Nein, das war nur eine normale Frage. Willst du was trinken? Wie geht's dir? Alles gut? Ich höre nicht auf den, egal, scheiße. Mir geht's super und dir? Ja, auch super. Schön, super. Freut mich. Die Antworten waren echt gut. Eigentlich musst du mit der letzten Person erst so lange reden. Ach so. Ja. Aber du kannst es auch mit ihr schon machen. Das Game nicht verstanden.
Nein, alles ja, gut. Danke, dass du fürs dabei sein. Danke. Sehr cool. Okay. Soll ich euch alleine lassen? Ja. Ja? Ja. Ja, dann lass dich alleine. Okay. Kommst du wieder dann aber kurz? Ich komme später mal wieder vorbei. Okay. Aber ich würde jetzt halt erstmal. Okay. Ich würde kurz Rewe. Macht. Brauchst du was? Kannst du mir ein Brötchen mitbringen? So? Brötchen? Ja, so ein Käsebrötchen. Ja, mache ich. Cool. Viel Spaß. Nummer 4, du kannst vorkommen. Das geht. Hi. Alles gut? Ja. Wie geht's dir? Gut. Ah, coole Antworten. Ich habe mich doch nicht falsch entschieden, würde ich sagen am Ende. Sieht gut aus. Danke. Wollt ihr jetzt rummachen? Ja, auf, Junge! Ich bin so nervös gerade, ist ganz echt? Schlimm. Was soll man machen, ne? Warum? Shit. Hilfe. Okay, ich würde sagen, Sarah, du musst wieder peinlich reinkommen, oder? Ja. Sarah, kommst du wieder kurz? Ja, hab mich verletzt. Bitte! Nein, komm mal, damit ich nicht so Aua nervös gemacht bin. Okay, ich einfach in die Kamera lächeln. Alles gut. Hi, ich bin Cedric. Clara. Hi, freut mich. Schön, ich kennst du denn. Ich umarme mal die Kandidatin, als hätte ich sie vorher nicht schon gesehen. Ne? Ja, du darfst jetzt auch mal hier einen raushauen. Ja, das, er ist schon süß. Er ja? Ist süßer. Ja. Danke. Würdest du mit ihm, wenn er dir jetzt so in deine DMs leiden würde, würde sagen so, Dings, ich mag voll gerne Erdbeeren pflücken gehen. Boah ja, ich liebe Erdbeeren. Ja? Ja. Das war eine coole Antwort. Da würde ich ja sagen. Hm? Würdest du sagen, wenn ich sagen würde, sollen wir Schlittschuhlaufen gehen? Auch. Auch cool, ich wohne am See, deswegen gehen wir immer Schlittschuhlaufen bei dir. Cool. Wenn er sagen würde, nein, Spaß. Okay. Nein, reicht. Gut, war cool. Freut mich, dass ihr euch gefunden habt. Wollt ihr Nummer austauschen? Machen wir gleich. Nee, ich mach jetzt. Nee, also nee, schon gleich. Jetzt. Machen wir gleich. Nö, wenn dann jetzt. Alles gut. Also ich mach's ja auch extra unangenehm. Ich weiß, aber ich kann damit umgehen, deswegen alles entspannt. Okay. Nicht jetzt. Gut. Das ist voll abweisend von ihm. Nee, das war eine Frage. Ach so. Nein, ich meine, das ist voll abweisend von ihm, dass er sagt. Ja. Nein. Doch, dann bin ich ganz auf ihrer Seite. Ist ja voll abweisend. Das heißt, du willst ja Nummer gar nicht tauschen. Danke für die Folge, Leute. Ich okay. Danke fürs Einschalten. Ihr könnt gerne alle Links in den Kommentaren auschecken. Da findet ihr die ganzen Kandidaten und auch Tim natürlich. Ich weiß es, jetzt werden hier ganz viele auf den Tim crushen. Vielleicht bleibst du doch besser Single, ne? Aber er ist jetzt mein Crush. Oh. Wow. Oh. I like. Okay. Checkt die Videobeschreibung aus. Dort findet ihr auch ein Anmeldeformular, falls ihr selber mitmachen wollt. Wir drehen immer in Köln. Und ich stelle euch jetzt beide eine Frage. Die ist wichtig. Letzte Frage. Okay. Habt ihr meinen Podcast gehört? Mit Laura Abler? Ja. Natürlich. Welche Folge? Um was ging's? Okay, jetzt hast du mit dem Schickerstück alles wieder gut gemacht, ja, sag ich ehrlich. Okay, hast du? Nee. Okay, egal. Also, du bist wenigstens ehrlich, er ist ein Lügner. Nein, ich habe die Folge gesehen, wo... Falls ihr ich habe die Folge, warte, ich habe die Folge gesehen. Ha, du bist nicht so hart. Du nimmst jetzt nur irgendein Reel aus. Ich habe die Folge gesehen, wo du drüber geredet hast, wo du das letzte Mal geweint hast und so. Echt? Ja, ja. Und wie fandest du? Sehr emotional. Sehr emotional. Okay. Ja, falls ihr drüber reden wollt, falls ihr euch meinen Podcast anhören wollt, dann macht das gerne. Die beiden haben super Werbung dafür gemacht. Anscheinend lohnt es sich, den anzuhören. Ja, Links in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video. Haut rein, lasst euch gut gehen. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht. Es ist zu spät, ja.